Hallo Freunde und herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Vlog-Reihe hier an Bord von AIDA Nova, auf der ich euch mitnehme, entlang der Metropolen Westeuropas. Ja, wir haben die Südküste Englands erreicht und hier im Hafen von Southampton festgemacht. Was euch alles in dem heutigen Video erwartet, das erfahrt ihr nach dem Intro, also bleibt dran! Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen, leider noch nicht so sonnigen guten Morgen hier aus Southampton, dem praktisch schon letzten Halt unserer Reise. Ja, wir werden hier in Southampton für 2 Tage verbleiben, da ja Seebrügge nicht angefahren werden konnte. Ja, es steht einiges auf dem Programm. Heute früh haben wir schon gleich die obligatorische Passkontrolle absolviert. Das ging relativ schnell. Man sollte eigentlich eine Dreiviertelstunde dafür einplanen, aber wir waren in gut 5-6 Minuten damit durch. Hat alles reibungslos geklappt, also Reisepass und Bordkarte mitnehmen und dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Ja, für uns geht es jetzt individuell mit dem Zug in die englische Hauptstadt nach London. Wir schauen mal, wie wir uns da durchgewurschtelt bekommen. Aber ich denke mal, es wird heute alles gut gehen. Das Wetter ist noch nicht so vielversprechend, aber wir hoffen, dass auch das Wetter noch ins Gute umschlägt. Genau. Ja, wir wollen uns heute mal angucken, wie man auch alternativ zu den von AIDA angebotenen Ausflügen auch mal auf eigene Faust nach London reinkommt. Einerseits ist es preisgünstiger als die von AIDA angebotenen Ausflüge, aber andererseits hat man auch die zeitliche Flexibilität, die man sonst auf den Ausflügen nicht hat. Ja, wir werden jetzt direkt zu Fuß hier vom Schiff aus, vom Kreuzfahrtterminal zum Bahnhof gehen. Das sind ungefähr 20 Minuten Fußweg, also auch auf jeden Fall nicht der Rede wert. Und dann schauen wir mal, ob wir den nächsten Zug bekommen. Also, seid gespannt, wir sind es auf jeden Fall und nehmen euch wieder mit und sagen bis später. So, bei leichtem Nieselwetter machen wir uns jetzt auf den Weg zur Central Station hier in Southampton. Das sind ungefähr, wie gesagt, 10, 15, vielleicht 20 Minuten Fußweg, mal schauen. Ja, bis später. Ja, die Tickets für die Fahrt nach London und zurück könnt ihr hier in Southampton am Bahnhof ganz bequem direkt am Schalter kaufen. Insgesamt fahrt ihr ungefähr 1 Stunde 30 Minuten von Southampton bis zur Waterloo Station, wo ihr dann auch direkt im Zentrum der englischen Hauptstadt angekommen seid. Ja, herzlich willkommen hier im Stadtzentrum von London. Die Zugfahrt ging sehr, sehr schnell. Wir haben gleich ein Ticket gebucht bekommen und sind dann gegen 9 Uhr in Southampton losgefahren und waren jetzt ungefähr 10:30 hier in Waterloo, an der Waterloo Station und sind jetzt direkt hier am London Eye. Ja, und dann gucken wir, wo es uns noch hin verschlägt.
Von der Millennium Bridge aus kann man das Globe Theater sehen, den Nachbau eines elisabethanischen Schauspielhauses aus dem Jahre 1599, für das William Shakespeare seine Werke schrieb. Auch heute noch ist es Schauplatz vieler Theateraufführungen. Für Shakespeare-Interessierte ist eine Führung durch das Theater und das anliegende Museum in jedem Fall zu empfehlen. Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und bei ganz typisch englischem Regen- und Nebelwetter begrüße ich euch hier zum zweiten Tag in Südengland, hier in Southampton, an Bord von AIDA Nova. Ja, wir gucken mal, ob das Wetter heute noch besser wird, denn nach dem ersten Highlight London gestern steht heute Winchester an. Und warum Winchester so ein besonderer Ort für England ist und generell warum Winchester ein Besuch wert ist, das erfahrt ihr heute im zweiten Teil. Ja, für uns geht es heute, genau wie gestern, mit dem Zug in Richtung London, allerdings nur ein kleines Stück, denn wir steigen direkt in Winchester wieder aus. Das ist ungefähr 15 bis 20 Minuten mit dem Zug, also überhaupt nicht der Rede wert. Bekannt geworden ist Winchester eigentlich durch die große Kathedrale, die wir uns natürlich auch auf jeden Fall angucken werden, die Winchester Cathedral. Außerdem ist Winchester ja hier relativ bekannt dadurch, dass es eigentlich die erste englische Hauptstadt war. Damals die Hauptstadt des Königreichs Wessex, vom 9. bis ins 13. Jahrhundert dann auch die erste englische Hauptstadt. Ja, deswegen auch historisch hier von großer Bedeutung. Genau, wir gucken auf jeden Fall, wie es heute wird. Wir hoffen, das Wetter wird noch besser. Ja, und genau, schauen uns heute mal Winchester an und nehmen euch wieder mit. We'll be right back.
Welcome to Winchester. Ein herzliches Willkommen hier in der alten englischen Stadt Winchester. Hinter mir die Cathedral of Winchester, in die wir jetzt einmal reinschnuppern wollen. Und dann geht's für uns weiter durch die gemütlichen alten Gassen hier der Stadt. Angekommen in der Cathedral of Winchester. Eintrittspreis pro Person 12,50 €. Das sind aber Annual Tickets. Das heißt, sie sind ein Jahr lang gültig. Und wenn ihr hier eine Tour haben möchtet, ist die Tour auch mit inklusive. Das heißt, ihr sprecht hier einfach einen der Guides an und der wird euch dann hier die ein oder andere interessante Ecke zeigen. Denn diese Kathedrale ist tatsächlich voller Geschichte. Und was man hier alles so sehen und erleben kann, das zeige ich euch jetzt. Ja, an der einen oder anderen Stelle werdet ihr in der Kathedrale auch ein Grabmal finden. Das sind meistens Bischöfe oder deren Frauen. Ja, die werden dann hier auch beigesetzt. Ja, ihr Lieben, wenn ihr die Gelegenheit habt, mal nach Winchester hier in die Cathedral zu kommen, dann dürft ihr auf jeden Fall die Kings and Scribes Exhibition hier nicht verpassen. Das ist eine Ausstellung, die befindet sich im rechten Flügel hier, im rechten Teil der Kathedrale. Dort findet ihr Ausstellungen zu alten Schriftstücken bzw. zu generellen Artefakten, die es hier in der Kirche zu finden gibt. Also ein Besuch hier in dem Teil der Kathedrale lohnt sich in jedem Fall. Und scheut auf jeden Fall auch nicht davor zurück, hier mal so einen Guide anzusprechen. Die sind wirklich sehr, sehr freundlich und erzählen einem doch die ein oder andere Geschichte hier zu den alten Gemäuern.
Ja, und so schnell sind wir auch wieder zurück an Bord von Aida Nova. Leider war das Wetter nachher doch nicht mehr so beständig. Wir hatten zwar zwischendrin so ein, zwei trockene Momente, aber vom Regen blieben wir dann doch nicht verschont. Ja, unterm Strich kann man sagen, Winchester ist ein Örtchen, das man auf jeden Fall besuchen kann. Also wenn man hier die Gelegenheit hat, in Southampton mal zu Besuch zu sein, kommt auf jeden Fall mal nach Winchester. Ist auf jeden Fall ein Ort, der sehr, sehr viel zu bieten hat. Vor allen Dingen ja die Cathedral, wie ihr gesehen habt, die Kathedrale. Sehr, sehr vielseitig, historisch auch sehr, sehr interessant. Ja, wir haben jetzt unterm Strich für zwei Personen für die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug 20 Pfund ungefähr bezahlt, was vollkommen okay ist. Die Fahrt dauerte ungefähr 15 bis 20 Minuten, je nachdem, welchen Zug ihr nehmt. Dementsprechend vollkommen in Ordnung und ist auch gut an einem Vormittag zu machen, sodass man dann jetzt den Nachmittag an Bord auch noch ganz entspannt genießen kann. Ja, also mein kurzes Fazit zu den beiden Ausflügen, die wir jetzt hier ab Southampton auf eigene Faust gemacht haben. Wenn ihr also Bock habt, Southampton und Umgebung oder generell Südengland auf eigene Faust zu erkunden, seid mutig, bucht euch ein Zugticket und ja, fahrt einfach drauf los. Guckt am besten vorher nochmal in die Fahrpläne rein, ob auch alles so fährt, wie es planmäßig fahren soll. Und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Seid einfach mutig. Ja, genau. Es hat auf jeden Fall einige Vorteile im Vergleich zu den von AIDA angebotenen Ausflügen. Auf jeden Fall, wie ich immer wieder sage, das Preisliche. Also wir sind wirklich wesentlich günstiger gewesen, als wenn wir über AIDA nach London oder nach Winchester gefahren wären. Zeitlich, der Aspekt ist auf jeden Fall auch nicht zu vernachlässigen. Ihr könnt euch so viel Zeit lassen, wie ihr möchtet. Ihr könnt losfahren, wann ihr möchtet. Es hetzt euch keiner, es treibt euch keiner. Also ja, hat sehr, sehr viele Vorteile. Wir gehen jetzt ins Restaurant, werden erstmal das Mittagessen nachholen und schauen dann, wie wir den Nachmittag hier an Bord noch entspannt verbringen können. Also wir sehen uns und bis später. Zum Mittagessen ging es für uns dann ganz klassisch ins Marktrestaurant und ja, tatsächlich ist dann zwischendurch gar nicht mehr so viel passiert, sodass es dann für uns abends ins French Kiss Restaurant zum Dinner ging. Das French Kiss Restaurant ist ja ein Bedienrestaurant, das hier im Reisepreis inklusiv ist. Das heißt, ihr könnt hier wirklich hochwertiges Essen mit Bedienung genießen und müsst eigentlich nur die Getränke bezahlen. Es sei denn, ihr habt ein Getränkepaket, dann sind die jeweiligen Getränke inklusive. Ja, und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, was macht man eigentlich hier abends an Bord von AIDA Nova? Und da lässt das Entertainment wirklich keine Wünsche offen. Ja, sei es eben die Primetime oder andere musikalische Shows mit akrobatischen Inszenierungen, also es ist wirklich für jeden Geschmack etwas mit dabei. Eine ganz klare Empfehlung, die ich hier aussprechen möchte, ist die Show Steampunk Circus. Die hat es wirklich in sich und ist wirklich ein absoluter Hingucker. Ich habe mal ein paar Impressionen mitgebracht, schaut mal gerne rein. Mit diesen letzten abendlichen Impressionen hier von Bord von AIDA Nova, vom Auslaufen aus dem Hafen von Southampton, möchte ich mich auch wieder von euch verabschieden und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal auf jeden Fall, sodass ihr keines der weiteren Videos mehr verpasst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit dabei seid. Ich sage macht's gut, bis dahin. Ciao. Thank you.